Hallo. Ich rasiere mich seit einiger Zeit nur noch mit dem Rasiermesser oder fast ausschließlich nur mit dem Rasiermesser. Es macht mir viel Spaß. Ich habe mir da zu Anfang ein ganz billiges Exemplar gekauft, das in meinem ersten Bartvideo zu sehen ist. Das hat sich Schavette genannt, kostet 7,90 € und wird mit handelsüblichen Rasierklingen betrieben. Jetzt, nachdem ich das Messer eine Zeit lang benutzt habe, habe ich natürlich geschaut, was es noch gibt, was noch besser wäre. Und da bin ich im Katalog fürs Friseurzubehör auf ein Rasiermesser der Firma Jaguar gekommen. Jaguar stellt auch Scheren für Friseusen und Friseure her. Das ist eine sehr bekannte Firma aus Solingen. Das Messer nennt sich Orca. Wahrscheinlich wegen der Form eines Pottwals. Wenn man viel Fantasie hat, kann man das hier als Wal wahrnehmen. Da hinten ist die Flosse. Das ist preislich natürlich höher als die Schavette für 97. Dieses Messer hier kostet im Friseurkatalog 29 Euro, 29,80 €. Und bei eBay wird es angeboten, versandkostenfrei für 27,90 €, also noch 2 € billiger. Ist eigentlich fast nichts um. Dieses Messer gibt es mit zwei verschiedenen Klingenlängen. Einmal die kurze, so wie die normale Rasierklinge, und die 62 mm Klinge. Die ist also wesentlich breiter als eine normale Rasierklinge. Funktioniert auch im Wechselklingenverfahren. Man kann ja diesen Kunststoffträger rausziehen und kann eine halbe Doppelklinge reinschieben von diesen 62 mm Klingen. Das sind allerdings Spezialklingen. Die gibt es aber bei eBay zu kaufen oder auch im Friseurzubehör. So sieht das Gerät aus. Ist noch feucht, habe ich gerade benutzt, nicht geschnitten. Ich habe jetzt schon ein bisschen Übung bekommen. Ein paar tapfere Kollegen von mir haben sich schon mit dem Messer rasieren lassen. Keinen habe ich geschnitten. Hat ganz gut funktioniert. Ich zeige euch jetzt mal diese langen Klingen. Hier seht ihr, steht Jaguar drauf. Die sind also deutlich länger als normale Rasierklingen. Und vorsichtig sein. Hier seht ihr diese langen Klingen. Lassen sich ganz leicht durchbrechen. Diese drei Stege macht ganz leicht Klack und dann sind sie durch. Dann kann man also den Rasierer dann mit einer Klinge zweimal bestücken. Ich habe noch nicht probiert, wie oft man eine Klinge hernehmen kann. Ich habe mich jetzt das dritte Mal rasiert. Hat immer noch gut geschnitten. Also ich denke mal so 8 bis 10 Mal mit einer Doppelklinge wird drin sein. Kosten tun die Klingen 7,50 €. 10 Stück, das sind also 20 Klingen, muss man mit 20 Einwegrasierern vergleichen. Ich denke, das ist preislich nicht teurer, als wenn ich mir so gute Wegwerfrasierer kaufe. Das Ergebnis ist gut, einwandfrei. Gut, jetzt sage ich dir noch ein paar Wörtchen in Englisch, mein Bavarian English. This is my new razor knife. It's from the Jaguar Company, Solingen. You can use such razor blades, 62 mm long. Es ist sehr leicht, muss ich noch sagen. Liegt gut in der Hand und hat weitere Vorzüge zu dem billigen Messer. Hint und vorn. So, hier sind wir. Ist der Klingenanfang geschützt durch Kunststoff? Das heißt, man kann nicht mit der Klingenspitze in die Haut einstechen. Die Klinge wird besser ummantelt. Sie schaut nicht so weit raus wie bei dem billigen Messer.
und durch diesen Kunststoffeinsatz wird ein gewisser Schneidwinkel vorgegeben. Also man kann das Messer schon richtig gut an der Haut ansetzen. Man hat automatisch gutes Gefühl für den Klingenwinkel zum Führen. Und mit diesem Messer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich schneidet, geringer als mit dem billigen. Nichtsdestotrotz, zum Ausprobieren reicht das billige auch. Das soll es gewesen sein. Hier sieht man es deutlich, Jaguar. Also eine Top-Empfehlung von mir. Preis-leistungsmäßig. Ich glaube, mit dem Messer hat man viel Freude, kann gut arbeiten. Wer es probieren will, soll sich so ein Ding mal zulegen. Es macht wirklich Spaß. Ist ein kleines Ritual, so eine Messerrasur. Hat sogar was Beruhigendes. Das soll es gewesen sein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal werde ich euch vielleicht mal ein paar Rasierseifen vorstellen. Da habe ich auch schon einiges ausprobiert. Da gibt es auch große Unterschiede, meine ich. Ist auch ein sehr interessantes Thema. Bis zum nächsten Mal.